Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Natürlich zu einer neuen Omsi-2-Folge der Omnibus-Simulator. Heute auf der Karte Bad Kinzau unterwegs, so wie ich es in der letzten Folge mal angesprochen hatte. Und ich habe mir meinen Neoplan wieder repariert. Ich habe einfach den alten Download-Ordner gelöscht, den ich da hatte. Irgendwie scheinbar durch einen Patch oder sowas irgendwas ganz Ding kaputt gepatcht. Jedenfalls hatte ich immer Fehler in der Preisprüfung. Traumhaft. Und jetzt ist das Original praktisch wieder installiert und siehe da, es funktioniert. Allerdings haben wir immer noch diese technischen Macken dadurch, weil natürlich das Update nicht drauf ist. Aber lieber so als gar nicht, denke ich mir mal. Wir starten in Bad Kinzau und fahren heute nach, lasst mich lügen, Beiersberg Hauptbahnhof. Das ist heute unser Fahrplan. Ihr seht, das ist heute auch eine relativ etwas längere Strecke. Neoplan, willkommen an Bord. So, schön. So, also nochmal. 301.00. Route 01. Und jetzt haut's auch hin. Ja. Dämlich hatte ich das nämlich das Ganze zum zweiten Mal auf falsche Hofdatei geladen. Traumhaft, Leute. Da freut man sich. So, dann... Ja, ist schön. Ich habe wieder gerade so ein bisschen Bock auf Omsi, tatsächlich, ja. Also, das ist bei mir immer so echt phasenweise, wo ich dann mal so 2 Wochen, 3 Wochen aktuell kein Omsi sehen kann. Aber das verflümt sich dann wieder irgendwann und dann kann ich wieder aktuell nicht genug bekommen. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein paar Karten nochmal installiert. Jetzt hat er gesagt gehabt, ich möchte mir auch nochmal Römerberg mal anschauen. Also auch da werde ich, nochmal zukünftig, ja. So, jetzt haben wir da den Druck. Und wir werden die Pfeile aktivieren. Das funktioniert auch wundervoll. Und ja, ich glaube, von daher können wir schon mal Richtung Haltestelle fahren. Alle Linien. Bahnhof Bad Kinzau. So sieht es doch ganz gut aus. Und ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Einen wunderschönen. So sieht es also aus, Leute. So sieht es aus. Ah, es ist schon toll. Wenn du dann halt auch wirklich richtig Bock drauf hast, dann klappt das auch. Ich glaube, 35 war Abfahrt. Deswegen machen wir jetzt hier das Ganze auf 33. Jetzt habe ich wieder Loading AI. Dauert jetzt wieder kurz. Verkehrsbund Kinzauer Land. Ich glaube, ich habe einfach unglaublich viele Karten einfach verpasst oder sowas. Meine ist jetzt nicht so tragisch. Das kann man jetzt alles nachholen dementsprechend. Ne? Aber es ist halt schon schade. Ne? Also, ich habe ja auch eine echt lange Zeit lang... Das ist geil, hier, wie im Kühlschrank. Habe ich mich ja so von diesen ganzen Modkarten hier ferngehalten. Ne? Das ist ja, kommt ja auch nochmal dazu. So. Los geht's, Leute. Alle Linien nach links rum. Ach, wenn ich das gerade schon wieder da sehe, dass sich da die KI schon wieder untereinander schon wieder aufhält, kann es nur gut werden. Leider Gottes. So, Sankt Nikolai haben hier wohl keine Ansagen. Schade. So, der will nicht mit. Alles klar. Bremsen musst du trotzdem. Ne, das ist ja... So, 301 links rum. Huch. Was kommt denn auf einmal her? So. Will hier keiner echt hier? Was ist denn hier los? Was ist hier los? War das jetzt richtig? Sollten wir mal ganz kurz gucken. Ja, 301.
Boah, fällt der Scheich wieder runter. Boah, es ist ein bisschen eng hier. Wahnsinn. Platz der Freiheit. So, Platz der Freiheit. Gegenrichtung. Na komm, fahr rum. Und nicht, dass ich hier den Weg wieder hier zustelle. Stadtbücherei. Ich weiß gar nicht, wie viele Linien die hier hat. Die Bad Kinzau. Hallo. Wäre ja auch mal ein Kandidat für eine Leitstellenfahrt. Die letzte ja leider nicht. Die hatte doch mit zwei Linien, ist doch relativ klein. Da kannst du keine Leitstellenfahrt drauf machen. Das wäre halt schon mal schön, mal wieder neue Karten irgendwie zu finden, die man halt auch mal benutzen kann. Bitte abfahren, wir fahren doch schon nichts, Keule, wir fahren doch schon nichts. Sportgymnasium. Was ist denn jetzt? Ich muss ja hier nochmal rüber, ihr blödes Gesindel da hinten. Gibt's ja nicht immer dieses Rumgezeter da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Hallo. Ja, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Bei Susi hörst du die wenigstens nicht rumfluchen, wenn er da zu scharf bremst. Was weiß ich, ja, das ist natürlich. Du kriegst das ja voll mit. Doch, da ist eine Ansage. Die ist mega, mega leise, höre ich gerade. Also ich habe da gerade irgendwas drin hin. Also wenn es jetzt nicht hinten rauskam da von den unseren netten Fahrgästen. Normalerweise kann man ja hier. Das ist doch eigentlich auch. Die Lautstärke und alles, was doch machen können hier. Was kann wahrscheinlich auch nur. Gerade ein bisschen Einbildung sein. Boah, fällt der Scheiße. Ich weiß nicht, was die wollen. Ich fahre hier mit 30 um die Kurve. Also Leute, ehrlich. Und ich eier nicht rum oder sowas, weißt du? Ich habe wirklich eine schöne Linie, dass man sich ja nur mal festhalten muss und dann ist es doch logisch, oder? Also wirklich. Und ich finde mit 30... Um die Kurve fahren ist jetzt nicht so schlimm, wie die hier sich hier anstellen. Wir haben schon weit weggestellt hier das Fahrzeug, damit man da auch rumkommt. Ist das jetzt hier eine Einbahnstraße? Sieht so aus, wa? Oh.
war schon mehr als scharf. St. Montin. Wir müssen hier rum, oder? Das ist jetzt fies. Das ist jetzt mehr als fies. Also, von wo sind wir denn gekommen? Wir sind von da gekommen. Okay, also müssen wir hier. Müssen wir hier rechts rum. Doch, da ist irgendeine Ansage, die ist halt mega, mega leise. So. Ich fahre hier mit 30 runter, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, jetzt tut das ja auch gerade, Kinder, aber trotzdem. Na, 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 na. Eigentlich kein Gas. Ich lasse hier echt nur runterrollen, ne? Weiß nicht, warum der Gas gibt hier gerade gefühlt. Also ich stehe nicht mal auf dem Gaspedal drauf. So. Ach, hier geht's zum Betriebshof, ja? Interessant. Interessant, Leute. Es ist auf jeden Fall sehr kurvig hier. 301. Da, Betriebshof. Ich verfahre mich heute noch. Mit euch Brief und Siegel. So, sind wir am Park angekommen. Das ist eine Herausforderung hier.
Eine Ampel. So, Bayersberg. Ja, das ist aber eine schöne Straße eigentlich. Also das ist auf jeden Fall schön gebaut. Also hier muss man wirklich sagen, hier ist es definitiv abwechslungsreich. Also das ist so, doch, das finde ich, das hat was. Du fährst hier so ein bisschen kreuz und quer, so über die ganzen Berge und alles was. Das hat irgendwie was hier. Guck mal, hier extra schön abgerundet, also schräg gebaut, damit wir hier wunderbar durchkommen. Weil er genau wusste, der Bio fährt hier eines Tages mal lang, dann müssen wir mal ein bisschen mehr Platz einberechnen hier. So, 30. Jetzt wieder mega kurvig hier. So, alle rein, steigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Narlberg. So, auf der Linie 301 geradeaus weiter. Natürlich ein bisschen schade, dass die Ansage sehr leise ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt am Bus liegt, weil er zu laut ist oder sowas. Werden wir sehen, wenn wir nochmal eine andere Linie fahren hier auf Bad Kinzau. Sonst da, vielleicht ist dann da die Ansage mit bei. Also wer sich hier an die Straßenführung hält, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ist auch cool mit dem Wanderbus, das müsste man sich gerade mal anschauen. Oh Gott, das will. Am liebsten einfach mal so richtig schön abbremsen. Die sind nichts gewohnt hier, die hier in Ormsi hier. Guck mal hier, wenn ich jetzt hier so ein bisschen durchheize. Jetzt auch noch bergig wird und alles sowas. Traumhaft.
Puh. Hallo. Guten Tag. Wunderschön. Hallo. Wunderschön, wunderschön. Und hört auf, hier rumzuzetern, Leute. Wisst ihr? So, hier können wir mal so machen. Oh, hast du mich vergessen? Beiersberg, Hauptbahnhof. Wir haben ja hier ein paar Minütchen Zeit, jetzt, weil wir ein bisschen zu früh sind. Und von daher können wir hier uns mal schnell an der Fechtenkneipe kurz mal Platz warten. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere noch hinaus. Ne? Man weiß ja nicht, was da so los ist. Schade, schade, dass, wie gesagt, halt, da die Ansage leider zu leise sind. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist wirklich eine interessante Karte. Also, sie hat auch eine sehr gute Performance, kaum Nachlader, Ruckler oder sowas. Also klar, du diese Mini-Hänge hast du definitiv drinne, aber sie läuft im Allgemeinen sehr, sehr flüssig. Wahnsinn. Ja, da ist eine Ansage, aber sie ist unglaublich leise. Da habe ich gedacht, vielleicht ist der Lüfter halt so laut, dass man es da will, aber nee, ist nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass hier diese Schilder hier durch die Steine durchglitschen. So, wo müssen wir denn lang? Ah, das ist mal unsere Haltestelle. Die wir beinahe ausgelassen hätten. Ah, das will aktuell echt keiner aussteigen. Morgen. Morgen. Das will keiner aussteigen. So, Talhammer Eisenberg. Muss ich echt die hintere Tür öffnen. Ich habe für die Taste eine Tastenbelegung auf dem Lenkrad. Habe nur für zwei Türen. Muss ich immer mit der Maus noch schnell nachhelfen. Ich habe Vorfahrt, daher passt das.
30. Gut, aber wir kommen aktuell doch relativ gut durch hier. Fährt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm tatsächlich. Also Respekt an den Ersteller. Das ist eine richtig schöne Karte. Wie gesagt, Performance ist sehr gut. Ja. Also, ja, müsste man jetzt wirklich mal anschauen, wie viel Linien es hier tatsächlich gibt. Also das könnte man sich tatsächlich eventuell mal vorstellen. Hat auch eine schöne Fahrlänge, finde ich persönlich. Ne? Das meiste, was du an den Karten meistens immer hast, sind immer so, dass du entweder hast du da Fahrten von 20 Minuten und stehst eine Stunde oder ich weiß, jetzt kommt der eine oder andere, du stehst doch gerne in Pausen. Ja, nee, eine Stunde muss ich dann trotzdem nicht stehen. Ich meine, ist doch vollkommen in Ordnung, wenn du dann halt 20 Minuten, 25, halbe Stunde fährst, 10 Minuten Pause hast und dann weiterfährst. Das ist doch ein ganz normaler Rhythmus eigentlich. Ja, aber alles andere ist halt einfach zu übertrieben, denn klar, jetzt hast du natürlich hier nicht überall mal 10 Minuten Pause, gibt dann auch mal so ja, da hast du mal kurz, ganz kurzen Terminus, zum Beispiel 5 Minuten oder sowas, und dann geht's weiter. Aber trotzdem hatte der Mensch nun mal ein paar Bedürfnisse, ja, und die muss er natürlich auch nachgehen. Ja, wenn er pinkeln muss, muss er pinkeln. Und deswegen wird das Ganze ja dementsprechend so geplant, ja, aber jetzt 20 Minuten fahren oder eine Stunde Pause oder eine halbe Stunde Pause ist einfach viel zu übertrieben, ja, also. Also da bin ich dann auch kein Freund mehr von. So, wie gesagt, wenn man so nach, so wie heute, sagt jetzt so, was ich, 30 Minuten fahren oder sowas, 5 Minuten, 10 Minuten Pause ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ist sogar für, ich glaube, es ist die einzige, die 301 ist die einzige Solo-Buslinie, die es hier gibt. Sonst der Rest wird mit Gelenkbus gefahren. Guten Tag. Guten Tag. Berg. So, ja, es geht hier weiter. Aber ihr wollt eh keiner aussteigen, von daher geht's gleich weiter. Jetzt war schon wieder. Der Fahrplan ist auch gut, ja, sodass du schon ein bisschen geschmeidiger fahren kannst.
So, jetzt tut er uns gleich wieder. Ich fahr extra. Ihr seht es. Ich gehe richtig runter, damit die hier nicht einfach rumzuzetern. So, hier fährt noch 30 S lang, ja. Ist ja gepasst, wunderschön. So, jetzt können wir ja wieder warten, weil wir ja schon wieder ordentlich Zeit gut gemacht haben jetzt hier auf diesem Stück Strecke. Seitewiesen-Lokalbahn. Schön. Also ich finde die Karte toll. Wundervoll. Naja, ewig installiert, aber nicht einmal getestet. So läuft das. Bio kann's halt. Aber das ist wirklich eine schöne Karte. Die ist hier wirklich mehr als abwechslungsreich. Ich muss mich auch teilweise auch echt konzentrieren hier, deswegen bin ich ab und zu mal ein bisschen ruhiger. Ja, kann ich die ganze Zeit hier rumquatschen oder sowas. Geht ja mal gar nicht. Aber das ist eine tolle Route. Die kann ich auf jeden Fall mal sehen lassen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, ob euch das hier als Leitstellenfahrt mal interessieren würde. Müsste man sich mal ausklamusern, wie viele Linien gibt es insgesamt, Nachtlinien, gibt es da irgendwie was? Und ja, braucht man zusätzlichen Content. Ich glaube aber, Bad Kinzau ist eine Karte, die kein Content braucht. Bin mir aber nicht mal so 100% sicher. Da müsste man mal auf jeden Fall nachschauen. Aber sonst würde ich sagen, also sie fährt sich sehr angenehm. Ja, ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier absolut ausflippen könnte, ne? So, dritte Tür zu. Und weiter geht's. Einmal rechts rum. Falscher Knopf gedrückt. Ich meine, ich mag dieses Geschmeidige eigentlich nicht, dieses geschmeidige Umgucken. Klar, es ist angenehmer. Es dauert einfach zu lange. Wenn ich Auto fahre, gucke ich nicht so langsam nach links und rechts. Aussteigen. Hallo. Die Tür wieder zu. So, jetzt muss ich leider mal die Zeit hier vorspulen. Ich habe jetzt hier keinen Bock, jetzt hier gefühlt immer an jeder Haltestelle 2 Minuten zu warten. Bitte abfahren. Aber also mal mache ich sowas, ja. Aber wenn es dann einfach zu oft wird, sprühe ich auch einfach die Zeit vor, kenne ich nichts.
sogar ein Stadion hier, ja. Ist ja Wahnsinn. Das ist meistens hier mal in so einer Katastrophe endet, weil du hier extrem manchmal schlecht raufkommst, runterkommst und was weiß ich hier. Ich meine, das geht ja gerade mal. Aber hier will scheinbar keiner mit. Nö. Das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Jo. Hätte man wahrscheinlich auch überspringen können, die Haltestelle. So, Beiersberg, da sind wir. War das jetzt richtig hier? Ist das hier? Da habe ich auch noch eine Haltestelle. Wasserblicksiedlung, alles klar. Den ist alles hier korrekt. Oder? Stadtlokalbahn, das ist natürlich auch witzig. Nee, okay, ist Wasserblick. Den habe ich nichts gesagt, nichts gesagt. Wird schon toll, was Leute so mal so gezaubert haben, ja, hier in Omsi. Deswegen wird Omsi auch nie ersetzt werden. Kannst du mir sagen, was du willst? Kannst du mir sagen, was du willst? Omsi wird wahrscheinlich auch noch in 10, 20 Jahren gespielt werden. Das ist wie der Microsoft Flight Simulator, ja, der wird heute noch gezockt, ja. Hier der Microsoft Flight Simulator X, ich glaube, der ist ja auch irgendwann 2000 erschienen oder sowas. Der ist heute noch heiß beliebt, ja, bei vielen. Und genau so eine Zukunft wird auch Omsi haben. Ich muss aber sagen, hier tatsächlich in der Stadt finde ich die Haltestellen ein bisschen sehr weit auseinander, oder? Dafür, dass es ja hier scheinbar der einzige Linienverkehr ist, der hier existiert. Muss ich persönlich sagen. Echt wenig Haltestellen und echt weit auseinander. Aber gut, ich wohne halt in einer Großstadt, ne? Wo soll ich das wissen? So, dann alle Türen auf hier. Alle drin? Alle drin. Wunderschön. Den kann es weitergehen.
Das Witzige ist, weißt du, ich habe bei irgendwo gehört, ne, wenn man halt in die Haltestelle halt einfährt. Okay, muss hier wieder rum. In die Haltestelle einfährt, muss der Busfahrer mal blinken. Und wenn er abfährt, muss er auch blinken. Ne? Entschuldigung, was war die Taste? Nicht erschrecken. Ja, auf jeden Fall, ich mache das hier. Hab mir das irgendwie Angewohnheit, in der Haltestelle reinzublinken und wenn ich abfahre, wieder rauszublinken. Das machen nicht mal unsere Berliner BVG. Also einige BVG machen das hier, aber nicht alle. Oh, könnte ich mich darüber aufregen, wenn der denn auf einmal, du überholst den gerade und der fährt einfach los, ja, ohne zu blinken. Ist denn den, so der Moment, wo ich mir immer so denke, so, Alter, spiel du mal um sie, dich mach ich fertig. Sag ja, es müsste mal so eine Challenge geben, so, ne? Schöne Omsi-Karte gewählt, die man auch fahren kann. Und dann einfach mal alle drauf los. Okay, so, weil ich kann halt keine aussteigen. Und dann, ja. Den besten Omsi-Fahrer küren. Sowas wäre doch geil, wenn es sowas mal geben würde. Hätte ich persönlich nichts dagegen, ne? Ja, aber wie ihr seht auf dem Display, wir nähern uns dem Ende. Das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, die wir hier heute gefahren sind. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr abwechslungsreich. Das muss man hier sagen, das bietet diese Karte hier, also diese Linie zumindest, die 301, ja, in Bad Kinzau. Also ich finde schlecht. Da kann sich sogar manch ein PW dann sich eine Scheibe abschneiden von. Ja. Definitiv, das kann es halt, ne? Also. Aber so an sich wirklich schön gebaut. Hier merkt man auf jeden Fall, dass da jemand dran saß, der hatte Bock, der hatte Lust halt, ja, das Ganze hier zu basteln und musste nicht und wurde gezwungen oder sowas aus irgendwelchen Gründen. Und hat sich hier auch wirklich einen Kopf gemacht, wie man das extrem gut gestalten kann auch. Und sowas. Ja, fällt mir bei einigen Modkarten halt hier und um sie. Fällt halt schon auf, ne? Deswegen bin ich gerade so ein bisschen bei Lotus halt immer so hinterher. Bei Lotus hast du es auch. Da siehst du, die Leute haben aktuell richtig Bock zu bauen, ja. Allerdings muss man halt sagen, ne, da ist jetzt eine kleine Ebbe jetzt entstanden. Fehlt natürlich an Objekten und alles was. Ne? Die Leute können sich jetzt noch nicht komplett entfalten. So viele Objekte gibt es halt noch gar nicht. Ja, dass sie das auf ihren Karten zum Beispiel verbauen können. Das ist halt schon bei Omsi halt schon ein bisschen anders. So, ja, jetzt zeigt er mir hier, ich soll hier rumfahren. Aber wo geht's denn? Achso. Da, geht da hinten, Leute. Alles klar. Na denn. Ausgenommen Linienbusse. Wer zeigt der hier oben lang? Ne, das eh. Da ist er, alles klar. Das tut mir natürlich leid, ne, dass wir die Ansage jetzt nicht hören konnten. Wer denkt sich denn sowas aus? Hätte er nicht einfach eine gerade Straße hochbauen können? Ey, wirklich? Nein.
So, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, immer geradeaus weiter. Und da haben wir ihn ja auch schon. Das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Jupp. So. Alles aussteigen. Alles aussteigen, Leute. Alles aussteigen. So, wir müssen mal jetzt gucken, wo wir jetzt hin müssen. So, und wieder rechts. Ich glaube, ich bin jetzt eh alleine, ne? Von daher kannst du ja fahren, wie du willst hier. So, einmal zu früh waren wir. Sonst alles in bester Ordnung. 17 Minuten Pause. Na, so meine, sowas meine ich denn. Sowas geht vollkommen in Ordnung denn halt, ja. Ja, Leute. Und damit würde ich mich dann für die heutige Folge um sie verabschieden. Ist ja nun doch wieder eine relativ lange Folge geworden hier. Ja, so ist das halt manchmal. Manchmal ist es kürzer, manchmal ist es länger. Kann man nicht ändern, ne? Manchmal hast du es einfach dann. Ja, ich würde sagen einfach, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst ein Like da, freue ich mich drüber, natürlich, selbstverständlich und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part Omsi hier wiedersehen und ja, bis dahin, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.